Hallo, wir sind heute für euch unterwegs und haben uns die Spatenmaschine 38 SX von Imans angesehen. Wir erklären Ihnen einige Vor- und Nachteile und haben mit zwei Landwirten gesprochen, die diese Maschinen bereits eingesetzt haben. Mit ihr eine Maschine gefunden, die das Austrocknen der Böden im Frühjahr eigentlich überbrückt. Ich habe nur noch eine Maschine. Vorher war Pflug, Grupper, Kreiselecke und dann All-in-One-Pflanzen. Also wir brauchen sie nur für Kartoffeln. Wir setzen Kartoffeln, vor allem pfluglos, mit dem Grupper. Wir haben das Gefühl, mit der Spatenmaschine ist der Boden einfach trocknet es weniger aus. Also, es ist eine bessere Krümmelbildung. Und wir haben das Gefühl, dass auch die Mischung besser ist. Und wir haben eine löpfende Bewegung. Wir haben nie weder mit einem Pflug noch mit einem Grupper etwas, das zieht, also wo eine Schmierschicht entsteht. Und das ist sicher auch ein grosser Vorteil von Spatenmaschinen.